Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Final Battle Part. Wir sind hier gegen die Hexe am Kämpfe. Die Hexe hat's voll in sich. Ich brauche erstmal Leben. Ich brauche Akku. Ein Aktimel wäre nicht schlecht. Die Hexe ist ziemlich gut. Schön. So, der erste Jinjo schon mal aktiv. Hau der Alten in your face. Jetzt. Bam! In your ace. In your face. Sorry, nicht in your face. Nächste Jinjo. Aktivieren. Bringe die Alte um. Nächster Jinjo. Gleich. Oh, nächster Jinjo. Und jetzt bist du dran, Alte. Ihr wollt mir das als Sieg verkaufen? Ich kann immer noch laufen. Die Alte kann noch immer noch. Die Alte kann's. Die hat's drauf. Seht ihr? Seht ihr? Man muss rückartig sich bewegen. Ich wollte gerade das aktivieren. Ich bin Jinjo Later, aktiviere mich. Lass mich ungern irritieren, in den Typ werde ich irritieren. Ja, ja, hier stich. Boah, du blöde Hexe! Die blöde Hexe ist stark! Ich treffe das Loch nicht, habe ich das Gefühl. Ich drücke! Hey! So. Ich werde verlieren, weiß ich jetzt schon. Ich brauche nur noch ein Leben. Und verloren! Leute, wir sehen uns wieder in diesem Abschnitt. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und es wird immer härter. Die Hexe, die hat's voll in sich. Aber wir müssen noch ein Loch machen. Dann haben wir gewonnen. Und ich treffe nicht. What the fuck? Jetzt wird's sehr hart. Die Alte ist wütend. Und ich habe nur noch drei Leben. Ich positioniere mich schon mal so hinten. Ja! Jinjo! Grill die Hexe, bring sie um! Ja! Ja! Schlotter dir die Beine? Ja! Sieg! Man muss quasi um den Jinjo drei Eier jeweils reinschießen, damit es klappt. Und jetzt haut die Alte weg. Komm! Und noch einmal! Und noch einmal! Und noch einmal! Und ihr macht einzig, der hätte nur am Schluss gelacht! Jetzt fällt sie! Komm, fall du blöde Hexe! Und immer weiter! Jetzt Ultimate Face! Lifting Kick! Fuck, Hummer, bin ich schon ganz mal Geräusch, hab ich das auf Lager? Nein, oh, das war ja nichts. Sieg! Sieg! Ja! Ja! Verrecke, du Hexe! Würde man sagen. Ja! Und dann... Pop. Und jetzt die ganzen Felsen, genau. Ich hab verloren! Das kann nicht mein Schicksal sein. Klungo, befreie mich von diesem Stein. Wo ist denn Klungo? Ja, den haben wir die ganze Zeit nicht gesehen. Wir haben den nur mal eine Stelle gesehen, wenn man Game Over ist oder so. Sieg! Ja, und der wird Genosse, der Sieg.
Dann würde ich mal sagen, Fazit zu diesem Spiel. Banjo, oh, erstmal diese geile Lady bewundern. Ja. Und warum hat er diesen Jetski? Das ist auch etwas Lustiges. Das ist auch schon wieder so ein Easter Egg. Alles auf die Nachfolger, auf Banjo-Tooie. Das hat so etwas Schönes von Banjo-Tooie. Und jetzt... Oh, wunderbar. Zeit zum Aussparen, der Sparschwester Herz. Ah, klar. Du, Kazu, ihr seid nun echt Helden. Hast du gehört? Hast du das gehört, Quarza? Ich bin ein Star. Okay, du warst ganz gut, Kazu. Danke, Schlange. Genug jetzt. Lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Genau. Aber bevor der Abspann kommt, kommt Mumu. Nee, kommt nicht Mumu Jumbo. So, jetzt können wir den Abspann mit Dingepot. Ja, mein Fazit zu diesem Spiel. Banjo und Kazooie. Es kommt ja noch ein Bonus-Part, aber ich sag jetzt schon mal den Fazit zu diesem Spiel. Banjo Kazooie ist ein Jump'n'Run aller feinster Güte. Man hat das früher sehr gerne gespielt. Ich zum Beispiel als Kind habe das so oft durchgezockt, damit die Augen glimmern. Rare hat damit wirklich ein sehr geiles Spiel entwickelt. Man muss auch Rare sehr viel Kompliment über diese Spielserie machen. Das Banjo-Kazooie auch von der Stimmung her, vom Grafischen her, das Beste draus entwickelt worden ist. Und zwar ein Jump'n'Run aller Mario 64. Muss man echt zugeben. Das Schöne ist ja alles, es gibt so viele Sachen, die ich noch erzählen könnte über Banjo-Kazooie, aber es haben schon viele ein Fazit darüber gegeben. Aber mein Fazit zu diesem Spiel, wenn man eine Skala nimmt von 1 bis 10, wäre es eine 9,6, wäre 96%. Aber nicht besser als Mario 64, weil das schon so richtig, eher richtiges Fantasy geht. Aber es ist so, Banjo-Kazooie ist schon ein feines Spiel, aber jedes Puzzle hat seine richtige Stelle. Alles passt von Anfang an in diesem Spiel. Es macht Spaß, es ist immer zu zocken. Am Ende wurde es ein bisschen nervig, aber das ist normal an so einem Spiel, weil man spielt es ja immer mit Geduld, aber Banjo-Kazooie braucht keine Geduld. Das ist so am besten, würde ich mal sagen. Und Banjo-Kazooie hat von mir auf jeden Fall einen sehr guten Bonus zum Spiel. Oldschool-Spiele haben es immer drauf. Das ist schon jährlich immer so bei Nintendo, dass diese Oldschool-Spiele, man kann sie öfter spielen als nötig. Man weiht sie richtig aus, zum Beispiel The Legend of Zelda, Ocarina of Time, was ja mein sogenanntes Vorspiel war ja von Banjo-Kazooie. Ich habe jetzt Banjo-Kazooie 100%. Ich mache jetzt noch einen schönen Bonus-Part. Bonus-Part besteht darin, euch die Eischlüsse zu zeigen und die Eier, die jetzt vorkommen. Das hat aber nichts mit dem Spielstand zu tun, weil die haben erst im Nachhinein was mit dem Spielstand zu tun. Bei Tui. Da muss man auch solche geheime Eier finden, aber die haben damit den Spielstand was dazu tun, wenn es 100% ist. Aber das hat es eben nicht. Aber Banjo-Tooie hat auch bei mir einen Vorsprung, dass es auf jeden Fall Let's Play würde. Aber wann ist noch unklar, aber zu 100% wird schwer. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Das Schöne am Banjo... Kazooie ist ja nicht mehr der Spielstand der Note, wenn man da volle Prozent haben möchte, sondern eher nur noch die Puzzle haben den Effekt. Finde ich schade bei Banjo-Tooie, aber bei Banjo-Kazooie haben ja die Note wenigstens auch Spielstand mit. Es ist jetzt so 100%, man könnte sagen 103%, wenn man jetzt auch die Eier sucht mit dem Schlüssel. Aber das mache ich schon in einem Part schnell, das ist ganz einfach. Das kommende Projekt für Banjo-Kazooie wird Kirby und das magische Garn. Freut euch drauf, da bin ich leicht erkältet aufgenommen, glaube ich das. Leicht erkältet war ich in der Phase, wo ich das aufgenommen habe. Aber ich habe Kirby voll durchgezockt, ich habe jedes einzelne... Alles, das ist 100%, auf jeden Fall ist es kein 100% Rand, es ist kein 100%...
Blind. Können wir das magische Garn? Ich habe es schon gespielt. Und öfter mal durch. Und könnt euch freuen auf Kirby und das magische Garn. Neben Kirby und das magische Garn wird noch das Spiel Donkey Kong Country 3 Dixie Double Trouble nebenbei laufen. Und das freut mich sehr, dass ich das nachspielen darf. Nebenbei. Und neben Kirby und das magische Garn. Also neben Banjo und Kazooie wird noch Super Smash Bros. Delay läuft ja neben Banjo und Kazooie, weil das läuft ja nach Professor Layton und nach Professor, also lief nach Professor Layton so geplant. Ist auch schon in der Gegenwart, schon von Layton fertig geplant, schon fertig durchgenommen. Ja, es läuft ja nach nach Professor Layton. Ich habe ja schon The Legend of Zelda schon so gemacht, dass es halt quasi durchläuft mit zwei Parts hier am Tag. Mit dem dritten dazu ist halt Banjo Kazooie jeweils ein Part. Und die Länge dieses Spiels ist auch perfekt. Das sind knapp 50 Parts, so wie ich es mir gewünscht habe. Ausführliche 50 Parts. Ich bin ein ausführlicher Spieler, das passt einige sehr. Da können sie mitspielen und mal abwarten, was jetzt weiterläuft in den Projekten. Ich habe ja jetzt am Februar ist ein festen Termin geplant wieder. Da ist auch wieder ein fester Monatsbestand. Da laufen zwei Spiele, worauf ich mich freue, wo eins wirklich schon blind ist quasi, weil privat habe ich das Spiel nicht ziemlich weit. Und das andere ist nicht blind, das hat zu 100% gespielt. Das heißt quasi, in dem Spiel wird alles gemacht. Jede Sache, und das ist das auch das Schönste, aber schaut selber hinein, sucht euch die Playerlist aus, abonniert mich wie immer, bewertet mich, favorisiert mich, kommentiert mich. Ich finde das immer toll, wenn man mir auch sagt, woran die Fehler sind. Ich bin immer sehr bereit für Kommentare. Und sonst würde ich sagen, ich bedanke mich für fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Bonuspart und danach in wieder einem neuen Projekt. Und genießt das Schöne noch hier mit Banjo und der geilen Alten. Würde ich mal sagen, oder? Mumbo hat geheime Bilder. Geheime Bilder? Cool. Bilder zeigen Sachen, die ich verwende in nächstes Spiel. Hast du das gemacht, Kazooie? Sie machen noch ein Spiel mit uns? Zeig uns denn diese Bilder, Knochenkopf. Ihr findet alle 100 Puzzleteile. Klar haben wir Mumbo. Zeig uns seine Geheimnisse, Schaumschläger. Bilder zeigen Dinge, die wir nichts gefunden haben für das neue Spiel Banjo-Tooie. Da war schon der Ankömmling, wer volle Prozentzahl hatte, kann Banjo-Tooie machen. Das war das neue Spiel, es war schon in der Entwicklung. Ja, klingt viel gut. Ja, Mumbo sieht ganz anders aus, jünger finde ich. Warum heißt denn das neue Spiel nicht Banjo Kazooie Tooie? Ich bin ja wohl auch dabei. Neues Spiel wird das absolute Trick euch zeigen, wie die Bilder schaut. Na Mumbo, hör auf mit dem Kopf der Kokosnuss. Ah, wir sehen gar nichts, doch da sehen wir. Erstes finde Geheimnis in. Hey, wie hast du das mit dem Felsbrocken gemacht? Oho, Mumbo, nix verraten. Oho. Oh, ein geheimer Höhle. Wer muss ein bisschen klettern? Ja? Was erwartest du von uns, Schädeltrauma? Wachten und sehen, komische Federvogel. Ja, und immer weiter. Weiter.
weiter. Keine Sorge, Benjo, werden uns da schon hinaufbringen. Das haben wahrscheinlich so japanische Spieler gemacht, die keine Hobbys haben. Seht ihr jetzt auch? Da. Das lila Ei. Diskussionsfieber. Ja, geht doch einfach ran. Das lila Ei. Irgendwie 5 Eier oder so. Nächstes Ei, das ist ja, Busas Höhle. Und da oben sein ein Schlüssel. Vogelblutsei. Ein Eisschlüssel. Dieser Eisschlüssel hat in Turin die größte Bedeutung, sichtbar. Der Eisschlüssel entlüftet ein Safe, sozusagen. Ein Eis-Safe. Eisschlüssel, ne? So, und dann kommt noch das eine. Genau, 2 Eier sind es. Also 3, keine Ahnung. Das ist da, wo Megumi zum zweiten Mal getroffen haben. So ein Goldlager. Draufklicken. Und dann sehen wir ein blaues Ei. So ein doofes Ei. Oh, nix verraten. Wir finden heraus in Banjo-Tooie. Ja, es gibt 5 Eier, glaube ich. Stimmt es? Ich müsste es nochmal recherchieren, aber... Das machen wir irgendwann im Bonus-Part. Da muss man sehen. Tierleute. Ne, nicht Tierleute. Auf Wiedersehen. Und Hangout im nächsten Projekt. Bye, bye, Anki Channel. Ciao. Ah ne, ich lasse euch noch die Zähne. The end.